Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Truck Driver. Ja. Und ja, somit halt einfach mal, nachdem wir uns ausgeruht haben, nachdem wir getankt haben. Und ja, jetzt fahren wir praktisch zum André und erledigen noch eine Mission. Und wir haben auch in der letzten Folge entdeckt, dass wir hier mittlerweile auch was haben. Und zwar, wir haben die Ioana Funa freigeschaltet. Das ist die Zwillingsschwester von André. Wir sind zwar gerade hier, eigentlich könnten wir aber auch einen Auftrag für sie schon machen. Und ich glaube, das machen wir sogar schon in dieser Folge. Wenn wir sowieso schon hier sind. Dann machen wir den André vielleicht, wenn wir es schaffen, heute noch in der Folge fertig. Also, zumindest ist fertig. Was heißt fertig? Also, das hört sich auch schon an, ne? Das hört sich schon wieder an. Also, bei mir, ist, wenn wir ihn so fertig machen wollen. Nein, also, wenn wir es noch schaffen, machen wir vielleicht noch einen Auftrag für André. So meine ich das. Nachdem wir einen Auftrag für seine Schwester gemacht haben. Also, gut. Wir gucken mal, was die Schwester für uns hat von ihm. Und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Auftrag von André schaffen. Ansonsten machen wir André einfach nächste Folge einen Auftrag wieder. Ne? Rennt uns dann nicht weg. Mal schauen. So. Einmal hier. Einmal hier. So. Okay. Und schon sind wir da. Du bist also der neue Fahrer, was? Mal sehen, was du drauf hast. Gestatten, Ioana Funa. Oh Gott, die sieht ja auch streng aus. Ich brauche einen fähigen Fahrer. Jemanden, der schnell und zuverlässig ist. Du hast gefunden, was du suchst. Ich bin gespannt, wie du Baumaterialien handhaben wirst. Aber zuerst helfen wir bei einem Umzug aus. Umzug? Feuerwehrsein? Genau, wir haben ein großes Teil des neuen Gebäudes fertiggestellt und zwei lokale Firmen sind bereit einzuziehen. Ich möchte, dass du ihnen dabei hilfst. Ist so gut wie erledigt. Okay. Umzüge. Ja, davon hatte ich jetzt die letzten Tage auch ein wieder mal, aber gut. Wir starten mal den Motor, weil er uns wieder angesagt hat, wir haben das wieder vergessen. Und wir holen den Anhänger bei der ersten Firma ab. So, und schon sind wir da. Da hinten ist er. Okay. Dann schauen wir mal. So. Bringe den Anhänger zum Bauhof. Okay. Trockenen Hals heute. Bisschen Halskratzen, aber ich hoffe, das wird keine Erkältung. Keine Angst, ich habe keinen Corona. Falls das jetzt vielleicht jemand denkt. So.
Kann auch sein, dass es nur eine klitzekleine Erkältung wird. Werden wir sehen. Vielleicht ist es auch einfach nur durch mein Husten, durch mein Asthma sowieso schon angeschlagen im Hals. Das habe ich auch öfters, dass ich durch meinen Husten, durch mein Trocknen dann relativ schnell Reizung bekomme im Hals. Das ist auch normal. Mal gucken, ob wir jetzt 100% erreichen. Ja. Gute Arbeit, pünktlich und präzise. Ja, so bin ich halt, ne? Ich hole den zweiten Anhänger sofort ab. Und das ist die richtige Einstellung. Hier sind die Daten für dein Navigationssystem. Danke. So. Und hier steht auch schon der zweite Anhänger. So, kehre zum Bauhof zurück, kein Problem. So, mal schauen, wo wir den abstellen müssen. Direkt hier, okay.
Du hast einen guten ersten Eindruck gemacht. Komme später wieder, wenn du Interesse hast an weiteren Aufträgen. Oder wenn du Interesse an weiteren Aufträgen hast. So. Das mache ich. Okay. Cool. Dann haben wir da die erste Mission für sie abgeschlossen. Haben 612 Euro bekommen und 230 XP. Du hast etwas Neues freigeschaltet. Ventura EZ Travel kann jetzt... Okay. So wie. Dann haben wir das hier hinter uns. Und dann haben wir nämlich auch die Zwillingsschwester von dem Charlie Dabba. Ja, ist haben wir so freigeschaltet. Gut, dann machen wir jetzt auch noch einen Auftrag für sie, wenn wir schon mal hier sind. Wir machen mal André vielleicht nächste Folge. Nächster Stock bitte. Ich kann dich noch nicht einschätzen. Überzeuge mich bei den nächsten Aufträgen. Vielleicht habe ich etwas Interessantes für dich. Willkommen zurück. Mal sehen, ob du für das Baugewerbe geeignet bist. Wir sind bereit, mit den Arbeiten am zweiten Stockwerk zu beginnen. Okay, und was muss ich für dich holen? Große Betonplatten, sie müssen in Norden abgeholt werden. Ich kenne die Gegend. Bin da schon mal für eine andere Baufirma hingefahren. Ich bin da mal auf dem Weg. Ui, da habe ich, glaube ich, was gesagt. So, gut. Hole den Anhänger in Norden ab. Alles klar, machen wir. Nein, oh shit. Erfolg gekriegt und ja, Fußgänger überfahren, aber egal. Passiert halt, ne? So. So, wir werden mal auf jeden Fall hier auf der Strecke bleiben, auf der Spur. Entschuldigung nochmal wegen meinem Husten. Ich glaube, ich nehme mal gleich eine Sprühdose Asthma-Spray, so ein bisschen. Ja, ich glaube, das wird langsam mal Zeit. Und ich trinke auch noch einen Stock dann. So. Brillantbau kann jetzt im Namen gekauft werden, okay.
Ja, genau. Habe ich jetzt nicht gesehen. Naja, egal. Ja. Bin ich jetzt irgendwo vorbeigefahren? Wahrscheinlich, ne? Und glaube ich irgendwo vorbeigefahren, eine Ausfahrt verpasst oder so. Ja, gut, okay. So, auf jeden Fall sind wir jetzt zurück im Norden. Und hier müssen wir einen Anhänger abholen. Und ich glaube, der steht da hinten auch schon. Aber bevor wir jetzt den Anhänger hinbringen, müssen wir auf jeden Fall mal eine Ruhepause einlegen. Wir werden ihn mal zwar ankoppeln, aber bevor wir losfahren, wie gesagt, eine Ruhepause einlegen. Oh, wir haben sogar noch Zeit. Geil. So. Ich bin in Norden. Dein Name ist doch Fona, richtig? Weißt du, diese andere Baufirma, die ich erwähnt hatte? Könntest du dich bitte beeilen? Wir können uns wirklich keine Aufschübe leisten. Es geht hier um sehr viel. Oh. Ja, tut mir leid. Mein Fehler. Ich bin so schnell. Es geht wieder zurück. Okay. Besten Dank. Okay, sie scheint ja auch nicht so begeistert zu sein. So, 4 Stunden schlafen. So, okay. Wir bringen erstmal ihr den Anhänger zurück, bevor sie nachher sonst noch heult. Weil sie scheint ja anscheinend auch so eine kleine Diva zu sein. Zicke oder so. Auch nicht gerade begeistert. Ich verstehe auch nicht, warum die immer die Sachen an mir auslassen als Fahrer. Habe ich eigentlich damit gar nichts zu tun.
So, schauen wir mal. Sind jetzt bei 21 Minuten in der Aufnahme. So, mal schauen. 6 Minuten, ob wir das schaffen. Ich hasse ja immer Aufträge auf Zeit, ne? Also kann ich ja nicht für den Tod nicht ab. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das sogar noch an der Zeit, der vorgegebene. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Weil, wie gesagt, ich hasse solche Aufträge, egal in welchem Spiel. Missionen oder Sachen auf Zeit hasse ich für die Pest. So. Thank you.
Schauen wir mal. So, warte mal, wir fahren den Stück mal vor. Dann haben wir die 100%. So, dann ist dieser Job erledigt. Eine Ladung Betonplatten ausnorden in weniger als 10 Minuten. Wir erwarten von unseren Fahrern, dass sie mehr pünktlich sind, aber trotzdem danke. Was soll das denn heißen? Klar, okay, schätze ich. Mission abgeschlossen. Nochmals danke durch dich dann für deine Lage und Transaktion einzuhalten. Ja, kannst mal sehen. So, cool. Dann haben wir zumindest erstmal sie auch kennengelernt. Eine sehr, 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 sehr nette Person. In Anführungsstrichen nett. Und ja, da ist mir André lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja. Cool, dann werden wir mal an dieser Stelle ein kleines Päuschen machen, werden uns in der nächsten Folge mit anderen beschäftigen und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschalten. Denkt daran, gerne Feedback, Verbesserungsvorschläge, Video, Verbesserung, Kritik etc. immer gern gesehen. Einfach in den Kommentaren schreiben. So, und wenn ihr auch Spielewünsche habt, also Spiele sehen wollt, dann auch einfach mal reinschreiben in den Kommentaren. Ich mache ja auch immer jeden Monat so ein kleines Angezockt. Vielleicht ist das ja was für euch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschalten. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Würdet mich damit auch unterstützen und mit dem Kanal vor allem. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.